Moin Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Freunde. In diesem Video werden wir wieder mal über Pukis Kanal reden, was da passiert ist oder was auch passieren könnte. Und Leute, erstmal, ich muss euch leider enttäuschen, ich lag gestern auf jeden Fall falsch. Und zwar, Leute, habe ich auf jeden Fall gesagt, dass Puki tatsächlich wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht gelogen hat, aber Leute, er hat tatsächlich doch gelogen. Dazu werden wir auf jeden Fall gleich kommen. Leute, lasst gerne ein Like, abonniert gerne kostenlos den Kanal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde sagen, wir laden dann rum und wir starten auf jeden Fall direkt mit dem Video. So Leute, ich bin hier jetzt auf jeden Fall gerade auf YouTube und Leute, mir ist auf jeden Fall gerade eben auch noch etwas richtig, richtig krasses aufgefallen, Leute. Und zwar, wenn man auf Puki seinen Kanal geht, ich gehe jetzt mal hier auf seinen Kanal, dann ist mir etwas bei dem Banner aufgefallen, Leute. Und zwar, wenn wir auf den Banner genau gucken, können wir da sehen, dass da irgendwelche komischen Striche sind. Aber, Leute, ich muss euch noch etwas Krasseres zeigen. Und zwar, Leute, schauen wir mal einfach auf das Thumbnail von mir, was ich gestern gemacht habe. Also, besser gesagt, das Video habe ich schon vor 11 Stunden hochgeladen, aber ihr seht ja das Video einen Tag später. Und zwar, Leute, wenn wir uns das Video von gestern angucken oder wann auch immer ihr das seht, können wir auf jeden Fall sehen, dass sie so gerade Striche sind, aber jetzt sind die irgendwie so komisch. Aber Leute, das war es noch nicht. Und zwar Leute, habe ich gestern etwas herausgefunden. Und zwar Leute, kann man hier auf jeden Fall dieses Suchzeichen sehen, diese Lupe. Wir klicken da jetzt einfach mal drauf und wir schreiben Brawl Stars hin. Okay, wir schreiben jetzt einfach Brawl Stars hin. Und Leute, schaut euch das einfach mal an. Und zwar ist da eine Brawl Stars Playlist. Digga! Leute, Puki hat tatsächlich alle seine Videos auf privat gestellt. Hier kann man auf jeden Fall auch seine ganzen Playlists sehen. Fortnite, Pokémon Go, Clash Royale, Luck Account, Glücksrad Challenge und hier auf Brawl Stars. Wir klicken jetzt einfach mal auf alles ansehen und wir können sehen, da steht, dieses Video ist privat. Also Leute, das heißt tatsächlich, dass Puki alle seine Videos auf privat gestellt hat. Und Leute, Puki hat uns auf jeden Fall vor etwas gewarnt. Und zwar, Leute, bin ich ja gerade auf diese Playlist gegangen und ich klicke mal ganz kurz hier drauf. Ich kopiere mal diese beiden Dinge hier, Übersetzer. Wir haben das jetzt hier auf jeden Fall eingegeben und das heißt auf jeden Fall warnen. Was hat das zu bedeuten? Leute, er will uns einfach nur wirklich sozusagen damit sagen, also besser gesagt, er will uns auf jeden Fall nur so damit sagen halt, dass es auf jeden Fall, glaube ich, ein Prank ist. Und Leute, ich habe auf jeden Fall bei manchen Kommentaren und so weiter recherchiert unter irgendwelchen Videos und da stand einfach mal, dass Puki bei seinem Banner geschrieben hat oder wie auch immer, dass das kein Hacker ist. Und Leute, gestern ist auf jeden Fall noch etwas Krasses passiert und zwar bin ich hier gestern auf den Community Tab gegangen und ich habe einfach hier gesehen, dass Puki oder wer auch immer, also auf jeden Fall Puki, hier auf jeden Fall zwei Community gepostet hat. Ja, wie gesagt, wir können auf jeden Fall hier sehen, dass Puki auf jeden Fall zwei Community Sachen gepostet hat und bei den beiden Bildern steht immer wieder etwas anderes drauf. Wir klicken jetzt hier mal auf die Kommentare. Leute, das habe ich auf jeden Fall gemeint. Und zwar, Leute, ist das auf jeden Fall sozusagen ein Morse-Code auch da drauf. Und eine Person hat das auf jeden Fall herausgefunden. Und steht als Morse-Code unten, steht da kein. Und der japanische Text oben bedeutet übersetzt Hacker. Zusammen kein Hacker. Leute, Puki hat uns also sozusagen wirklich damit verarscht. Und Leute, schaut euch mal die restlichen Kommentare an. Die sagen doch alle genau dasselbe, dass er nicht gehackt wurde. Also Leute, Puki hat uns wirklich tatsächlich auf jeden Fall alle verarscht. Er hat es wirklich auf jeden Fall getan. Und Leute, das Ding ist, es gibt noch einen anderen Kanal und zwar heißt der Putzki oder so. Da ist er auf jeden Fall. Wir klicken jetzt einfach mal da drauf und wir können auf jeden Fall sehen, dass hier auf jeden Fall komische Videos gepostet werden. Das ist seitdem gestern Pukis erstes Video wieder gepostet wurde. Und seitdem kommen hier manchmal einfach so irgendwelche komischen Videos. Es wurde tatsächlich vor einer Stunde etwas hochgeladen. Wir klicken einfach mal drauf und gucken einfach mal. Und zwar heißt der Titel Starpack. Das werde ich auf jeden Fall auch noch gleich übersetzen. Aber Leute, wir gehen mal einfach kurz von dem Video weg. Und zwar, Leute, ist mir hier auf jeden Fall was aufgefallen. Und zwar steht da 505. Und dann, wenn wir das jetzt kopieren, bei den Übersetzer wieder gehen,
und dann das hier reinfügen, steht da Hilfe. Also da steht tatsächlich 505 Hilfe. Aber Leute, für was bedeutet diese 505? Und Leute, ich muss euch auf jeden Fall noch etwas Kurzes erzählen. Und zwar, Leute, gibt es zurzeit ein Gerücht. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Aber zurzeit geht auf jeden Fall ein Gerücht rum, dass Puck hier auf jeden Fall einen Neuanfang starten will. Das glaube ich jetzt tatsächlich nicht. Aber viele haben auf jeden Fall gesagt, bei manchen Streams und so weiter habe ich auf jeden Fall auch geguckt. Da haben auf jeden Fall viele gesagt, dass Puki ab dem 13.09. auf jeden Fall eventuell wieder Videos machen wird oder einen Neuanfang. Leute, wie gesagt, ihr könnt auf jeden Fall auch eure Theorien in die Kommentare schreiben, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe euch auf jeden Fall schon gezeigt, dass Puki uns auf jeden Fall verarscht hat, weil Leute, alleine, dass er seine ganzen Brawl Stars Videos, also alle seine Livestreams und Videos auf privat gestellt hat, ist schon ein bisschen auffällig. Und Leute, nicht zu vergessen, er hat auf jeden Fall noch die Monetarisierung aktiviert. Also man kann noch bei ihm Mitglied kaufen. Er kriegt noch Werbung auf seine Videos. Also das hat er einfach mal komplett gelassen. Und alleine auf diesem Putzki-Kanal, da stand 505 Hilfe. Gehört dieser Kanal eventuell Puki, Leute? Was denkt ihr? Aber schreibt mir, wie gesagt, eure Ideen in die Kommentare. Und nur mal so, Leute, mir ist gerade noch etwas ganz, ganz Komisches aufgefallen. Und zwar, Leute, wie man gerade sehen kann, bin ich hier auf jeden Fall gerade bei Discord. Und Leute, wenn wir jetzt mal auf Pukis Server gehen und dann hier gucken, wer online ist, können wir einfach sehen, dass Puki gerade online ist. Also, er ist gerade auf Abwesend, aber Leute, das Ding ist, er war sogar gestern noch auf Discord online, aber ich glaube, dieses Abwesend, das bedeutet trotzdem, dass er irgendwie gerade online ist. Weil, ich meine, guck mal, zum Beispiel bei Atomax ist es auch immer wieder so auf Abwesend, aber öfter ist er im Talk oder so drin. Also, Leute, das bedeutet, glaube ich, wirklich, dass Puki nicht gehackt wurde. Ja, also ich finde es tatsächlich wirklich, wirklich krass, dass Puki auf jeden Fall so eine Aktion durchgezogen hat. Allein, ich glaube, er hat das auch wirklich nur gemacht, damit er auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil wahrscheinlich bei ihm auf jeden Fall die Klicks nicht so gelaufen sind. Aber Leute, ich hätte wirklich tatsächlich ehrlich gesagt diese Aktion nicht durchgezogen, dass er einfach so seine Community verarscht. Aber Leute, wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall eure eigene Meinung. Ich sage auf jeden Fall jetzt, dass er auf jeden Fall die Leute so verarscht hat. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall, wie gesagt, eure Theorien in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.